immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ich schütze mich, weil ich lieber mit meinen Enkelkindern spiele als mit meiner Gesundheit. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. zusammengegencorona.de. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Hallo liebe LAV-Fans, am kommenden Samstag spielen wir gegen den HC Einheit Plauen. Anpfiff ist 17.30 Uhr. Kommt in die Halle des BSZ Konrad Zuse und unterstützt uns um die nächsten zwei Punkte. Wir freuen uns auf euer Kommen. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Drehscheibe Lausitz am 14. Oktober. Die Tage werden kälter und die Energiepolitik bereitet vielerorts den Menschen Unbehagen. Auch in der Westlausitz, in der Stadt Bischofswerda, versammelten sich nun neben vielen namhaften lokalen Wirtschaftsvertretern auch weitere hunderte Menschen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und ihre Meinung zu vertreten. Etwa 450 Menschen folgten am Donnerstagabend dem Aufruf des Wirtschaftsfördervereins Bischofswerda zum Protest gegen die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung auf dem Altmarkt. Auf dem Rednerpodest stand neben Unternehmern aus der Region wie Steffen Thiele von der GDI Gastrodesign, Jens Mümelt von der Schiebocker Fleischverarbeitung, Fanny Franke von Franke Weine und Spirituosen sowie Karl-Louis Lehmann von der Töpferei Lehmann aus Neukirch, auch Oberbürgermeister Holm Große. Sie alle prangerten die derzeitige Energiepolitik der Bundesregierung an, die zu immer weiter steigenden Kosten führe und den Mittelstand in seiner Existenz bedrohe. Alle verfügbaren Energiequellen müssten genutzt werden. Zugleich mahnten einige Redner, die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts zu verstärken. Andreas Brzezinski von der Handwerkskammer Dresden nannte die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung Schritte in die richtige Richtung, die aber nicht ausreichten. Erste Schritte sind eingeschlagen. Ein Preisdeckel für Gas ist im Raum stehend. Das ist ein richtiger Schritt, aber der geht nicht weit genug. Eine Abschlagszahlung im Dezember, gemessen an Gaspreisen von 2021, wird nicht ausreichen, um die entstehenden Kosten zu decken. Und ein Gaspreisdeckel, der ab März greift, wenn der Winter vorbei ist, wird den Unternehmen keinen Rückhalt bieten können. Den Unternehmen nicht und auch den Bürgern nicht. Die Teilnehmer waren ohne Plakate oder Fahnen auf dem Altmarkt erschienen und verzichteten auf Sprechchöre, sparten aber an besonders markanten Redestellen nicht mit Beifall. Die Brückensperrung über die Weißbach, die bei Autofahrern zwischen Pulsnitz, Gersdorf, Steinau und Kamenz ein halbes Jahr für Unmut gesorgt hatte, ist seit heute aufgehoben. Seit dem Frühjahr mussten Anwohner und Pendler über Elstra oder das Haselbachtal ausweichen. Nun ist die Brücke wieder freigegeben. Das zuletzt planmäßig im Oktober angekündigte Ende der Arbeiten konnte also eingehalten werden. Am Donnerstag fand in Bautzen die Grundschul-WM mit teilnehmenden Schulen aus dem ganzen Landkreis Bautzen statt. Schüler und Schülerinnen aus den Städten und Gemeinden Hoyerswerda, Kamenz, Ossling und vielen weiteren waren im Stadion Müllerwiese in die Rolle je eines Fußballlandes geschlüpft. Bei vielen spannenden Matches powerten sich die Jungs und Mädels aus, wie bei einer echten WM.
Der Wochenkurier als Hauptorganisator war besonders froh, denn alle Spieler blieben fair. Und so gab es keine größeren Verletzungen. Alle Hintergründe und welche Mannschaft als Weltmeister vom Platz ging, erfahren Sie in einem ausführlichen Bericht in der kommenden Woche hier im Lausitzwelle Fernsehen. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Auch im Elbe-Elster-Kreis geht es voran mit den Projekten im Strukturwandel. Nun wurde in der Stadt Lauchhammer ein mehrere Millionen schweres Vorhaben auf den Förderweg gebracht. Die Stadtverordnetenversammlung Lauchhammer hat in einer Sondersitzung einstimmig grünes Licht für die Beantragung von Fördermitteln bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestimmt. Konkret geht es um 18,7 Millionen Euro für die Schaffung eines Bildungs- und Erlebniszentrums für Kunstgenuss und Industriekultur an den Standorten REZ in Lauchhammer Ost und Kohle in Lauchhammer West. Der neue Projekttitel Transformation 1535 Grad soll dabei die Alleinstellungsmerkmale der Stadt verdeutlichen. Transformation steht für einen Wandel in touristischer, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. 1535 Grad Celsius ist der Schmelzpunkt von Eisen. Das Kleintiergehege in der Feigestraße in Kamenz erfährt eine Aufwertung. Am 13. Juni erfolgte der Startschuss zum Bau des Wirtschaftsgebäudes im Kleintiergehege in der Feigestraße in Kamenz. Das Bauwerk ist nun zum großen Teil fertiggestellt. Letzte Innenausarbeitungen befinden sich derzeit noch in der Umsetzung. Das geplante Bauende in der letzten Septemberwoche hat sich nun auf Ende Oktober verschoben, heißt es in einer Mitteilung. Das Tiergehege wird dann ab November 2022 wieder für den Besucherverkehr geöffnet sein. Finanziert wurde die Baumaßnahme aus Eigenmitteln der Stadt durch Mittel vom Bund und vom Freistaat. Das erste Mal seit 2018 fand vor wenigen Tagen das traditionelle Bückentreffen in Großräschen statt. Dabei konnte ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden. Zum langersehnten Wiedersehen am Freitagabend nahmen rund 170 Gäste teil. Da das beliebte Treffen der ehemaligen Einwohner aus Bücken, Großräschen Süd, Großräschen Waldfrieden und Teilen von Sedlitz Corona-bedingt im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte, waren in diesem Jahr so viele Teilnehmer gekommen wie noch nie. Das Bücken-Treffen in Großräschen findet alle zwei Jahre statt. Veranstalter sind die alteingesessene Familie Reuk aus Großräschen und Dr. Peter Kühn als ehemaliger Einwohner. Der Spielplatz im Radiborer Ortsteil Köln ist entlang seiner gesamten Außenbegrenzung mit Flatterband abgesperrt worden. Bei den Kindern des Ortes sorgt dies für Verunsicherung. Wie die Bürgermeisterin der Gemeinde Radibor, Madeline Rentsch, erklärt, kann der Platz dennoch weiter genutzt werden. Ihr zufolge wurde bei der letzten Prüfung durch die DEKRA bemängelt, dass sich die Anlage zu nahe an der Straße befindet und daher eine Absperrung benötige. Diese sei mit dem Flatterband hergestellt worden. Allerdings soll es nicht lange bleiben. Vielmehr wolle die Kölner Dorfgemeinschaft noch im Herbst eine Hecke pflanzen, die dann dauerhaft als Barriere dient. Der Kölner Spielplatz an der Dorfaue besteht in seiner heutigen Form seit 2020. Der Bund fördert das Kompetenzenzentrum Streuobstwiesen im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal, kurz IBZ, im Landkreis Görlitz. Wie eine Sprecherin des IBZ mitteilt, erfolgt die Unterstützung für einen Zeitraum von 3 Jahren durch das Bundesweltministerium. Laut Vorstand Michael Schlitt droht den Streuobstwiesen der Oberlausitz bei gleichbleibender Entwicklung innerhalb von 30 Jahren das Verschwinden. Dem will das Kompetenzzentrum, an dem sich dem IBZ auch die Oberlausitz-Stiftung beteiligt, entgegenwirken. Es baut ein Kataster der Streuobstwiesen im Landkreis Görlitz auf und leistet umfangreiche Bildungs- und Beratungsarbeit. Vom 30. September bis zum 9. Oktober eröffnete das erste Festspiel Neue Heimat die Spielzeit 2022-23 auf der neuen Bühne Senftenberg. Konkret bedeutet das insgesamt 32 Vorstellungen an 8 Tagen, an denen das gesamte Ensemble, nahezu alle Mitarbeitenden und Jugendliche aus den NB-Spielclubs sowie über 20 Bürger und Bürgerinnen der Stadt beteiligt waren. Am vergangenen Sonntag ging nun das erste Festspiel Senftenberg erfolgreich zu Ende. Die Kombination aus zeitgenössischer Dramatik und moderner Literatur mit Event, Kulinarik und Feierei knüpfte an alte Traditionen an und lockte nicht nur viele Gäste, sondern auch regionale und überregionale Tages- sowie Fachpresse zu dem großen Theaterevent. Eine Mitteilung in eigener Sache. Am kommenden Montag wird der UKW-Sender in Weisig vorübergehend abgeschaltet.
Hintergrund sind erforderliche Arbeiten am Stromverteilungsnetz, wie der Energieversorger Sachsennetze informiert. Voraussichtlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr kann demnach das Lausitzwelle-Radioprogramm auf den drei UKW-Frequenzen 88,2, 102,8 und 103,8 MHz nicht empfangen werden. Der Livestream hingegen ist von der Abschaltung nicht betroffen. Gut, dann also nicht wundern, wenn kurz nichts zu hören ist im Lausitzwelle-Radio. Aber am Nachmittag ist dann voraussichtlich wieder alles gut. Bis dahin nutzen Sie gerne den Livestream auf unserer Internetseite lausitzwelle.de. DZA. Diese Abkürzung wird den Bürgern in Hoyerswerda bald öfter begegnen, denn ein neues Großforschungszentrum wird sich bald hier ansiedeln. Die drei Buchstaben stehen für Deutsches Zentrum für Astrophysik und wir stellen es Ihnen vor. Das DZA, das Deutsche Zentrum für Astrophysik, hat am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung in die Kulturfabrik in Hoyerswerda eingeladen, um sich den Bürgern vorzustellen und mögliche Fragen zu beantworten. Professor Dr. Stefan Stegmann informierte die Anwesenden über die Zeutener Forschungseinrichtung und die wichtige Arbeit der Astrophysik. Zwischen Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen soll nämlich eine Zweigstelle des neuen großen Forschungszentrums Görlitz entstehen. Hier wird dann im sogenannten Low Seismic Lab, ein Untergrundforschungslabor 200 Meter tief im Granitstein, unter anderem an der Entwicklung von Gravitationsfallendetektoren gearbeitet. Um das Labor herum wird dann ein Quadratkilometer großer seismischer Käfig errichtet, der seismische Störungen wie Erschütterungen aus allen Richtungen schnell erfasst und an das Labor sendet. Dort können diese dann erkannt und aus den Messungen vor Ort heraus gefiltert werden. Ziel des Ganzen ist es so, einen Ort absoluter Ruhe zu erzeugen und möglichst klare Messergebnisse zu bekommen. In diesem ruhigen Ort, den wir dort haben, wenige Kilometer südlich von hier, wollen wir eine Innovationsplattform schaffen, die ist einmalig in Europa. Wir nennen das Low Seismic Lab oder auch die seismische Null. So ungefähr kann das aussehen. Das wird eine große unterirdische Kaverne von 30 mal 40 mal 30 Meter werden, die wir da in 200 Meter Tiefe reinbringen, die wir dann nutzen können, natürlich für Instrumententwicklung im Rahmen dieser Gravitationswellenteleskope, aber viel mehr. Als wir mit dieser Idee umgelaufen sind und gesagt haben, vor allem weil wir uns auch vergewissert haben, ist das eine gute Idee, bekam ich eine Mail von einem Kollegen aus Kanada. Er sagt, das ist absolut superklasse, weil wenn man Quantencomputer entwickelt, die haben ein Stabilitätsproblem. Und dieses Stabilitätsproblem ist Wackeln der Erde. Wenn man also dann diese Quantencomputer weiterentwickeln will, ist so eine ruhige Umgebung, eine einmalige Umgebung. Und er meinte, bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr das dann tatsächlich macht, dann möchte er gerne mit seinen Entwicklungen auch in dieses Labor mit reingehen. Das ist etwas, da denkt man am Anfang gar nicht dran, weil wir wollten die ruhige Umgebung für unsere Gravitationswelleninstrumente in Entwicklung haben und nicht für Quantencomputer. Auch im Bereich Nanomikroskopie könnte es in 10 Jahren schwierig sein, die Schwingungen auf der Erdoberfläche zu dämpfen. Selbst das Meeresrauschen ist hier in der Mitte Europas noch messbar und mit steigendem Verkehr wird auch der Mensch immer lauter und stört die feinen Messverfahren. Durchgesetzt hatte sich das Deutsche Zentrum für Astrophysik mit ihrem Projekt des Forschungszentrums in der Lausitz gegen 6 Mitbewerber. Dabei haben sie nicht, wie angedacht, nur theoretisch einen Antrag eingeschickt. Nein, sie haben vorab ein Loch in Kunewitz 190 Meter in die Erde gebohrt und dort eine Granitplatte von rund 20 Kilometern Durchmessern gefunden. Was wir dann auch mit einer ersten Masterarbeit, das ist im Grunde die erste Masterarbeit im Zusammenhang mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik, mit der Bergakademie in Freiberg, wirklich sehr kooperativ zusammengearbeitet hat. Das hier ist ungefähr ein Durchmesser von 20 Kilometer. Sie sehen hier eine gelbe Deckschicht drauf. Diese Hügel sind um einen Faktor 1000 überhöht. Das ist eine flache, und ich meine, Sie kennen alle diese Gegend um Reibitz-Rosenthal herum. Das ist schön flach und dazu kommt auch noch, es ist ungefähr 50 bis 100 Meter darunter gedämpft. Das heißt, alles, was drumherum passiert, wird gedämpft und danach gibt es diesen großen monolithischen glatten Granitblock mit 20 Kilometer Durchmesser. Im Anschluss an den Vortrag konnten die Besucher ihre Fragen rund um das DZA an Dr. Stefan Stegmann stellen. Dabei beschäftigt er die meisten vor allem die Frage, wie die Menschen in der Lausitz davon profitieren werden. Stegmann entgegnete dabei, dass mit einem großen Forschungszentrum von später mehr als 1000 Mitarbeitern auch die umliegende Industrie profitiert.
Entsprechende Expertisen werden auch für die Arbeiten im Untergrund gebraucht und die späteren Forschungsarbeiten brauchen ebenso verschiedene Materialien und Instrumente. Ein großes Forschungszentrum zieht außerdem junge Menschen in die Lausitz, eventuell mit Familienangehörigen, die ebenfalls Arbeit brauchen und selbst Arbeitsplätze schaffen. Bis es soweit ist, gab Stegmann jetzt erst einmal die ersten Schritte bekannt. Ab dem Januar 2023 soll es neben der in Görlitz auch eine Außenstelle im Rathaus in Hoyerswerda geben. Hier sollen Ansprechpartner des DZA für Fragen und Anregungen der Bürger zur Verfügung stehen. In den kommenden Jahren wird es darüber hinaus weitere Probebohrungen geben, um den bestmöglichen Platz für das Low Seismic Lab zu suchen. Ab 2026 sollen die Arbeiten der Forscher in Görlitz und Hoyerswerda beginnen. 2028 ist die Fertigstellung des gesamten Forschungszentrums geplant. Mit erst einmal 500 und ab 2034 mit 1000 Mitarbeitern soll das Zentrum langsam hochgefahren werden. Dabei sind gerade einmal 35% davon Wissenschaftler, der Rest wird für die Organisation, Software, Fertigung und Planung zuständig sein. Neben dem Vortrag in Hoyerswerda war Dr. Stegmann auch bereits in anderen Städten in der Lausitz, um das Projekt den Menschen näher zu bringen. Einige weitere Stationen sind auch noch geplant. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen Termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Wir kommen zu den Polizeimeldungen. Ein Enkeltricktäter hatte schon den ersten Geldregen erbeutet. Schlecht nur, dass er zu gierig wurde. Die betrogene Rentnerin wurde skeptisch. Ob sie ihr Geld wiederbekam und weitere Meldungen jetzt. Am Dienstagmittag hat eine 64-jährige Frau eine WhatsApp-Nachricht auf ihr Handy bekommen. Darin forderte ihr vermeintlicher Sohn die Mutter auf, ihm 3000 Euro per Sofortüberweisung gutzuschreiben. Die Dame kam der Forderung nach. Als die Betrüger daraufhin eine weitere Zahlung forderten, wurde sie jedoch misstrauisch und ging zu ihrer Hausbank. Die Mitarbeiter der Bankfiliale machten die Überweisung rückgängig, sodass die Geschädigte mit dem Schrecken davonkam. Ein 41-Jähriger hat infolge des schweren Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der A4 im Bereich der Anschlussstelle Burkau illegal die Rettungsgasse genutzt. Offenbar hatte er es eilig und fuhr an wartenden Fahrzeugen vorbei, welche sich in einem zeitweise etwa 8 Kilometer langen Stau befanden. Die Autobahnpolizisten stoppten den Maserati-Fahrer. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. 2 Punkte in Flensburg, 240 Euro und 1 Monat Fahrverbot. Bei Behinderungen oder vorherigen analogen Verstößen kann sich das Bußgeld noch erhöhen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zu Mittwoch einen Audi A6 an der Biesnitzer Straße in Görlitz beschädigt und ist dann vom Unfallort geflohen. Der Flüchtige hinterließ vorn links einen Sachschaden an der Stoßstange in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verkehrs- und Verfügungsdienst ermittelt. In unserem historischen Kalenderblatt schauen wir heute zurück ins Jahr 1995. Genau heute, vor 27 Jahren, haben wir in unserem heu.tv-Archiv sportliche Bilder für Sie gefunden.
Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 14. Oktober 1995 wurde aus dem Freizeitkomplex Ost das Sportforum. Der Namensgebung war ein Aufruf der Stadtverwaltung und des lokalen Fernsehsenders HeuTV vorausgegangen. Ideengeberin war Ingrid Zülke. Mittlerweile sind die Glanzzeiten der Sportstätte aber Geschichte. Einige Areale wurden mittlerweile gänzlich aus der Bewirtschaftung genommen. Sanierungsbedarf ist vor allem im Leichtathletikbereich vorhanden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Bevor wir gleich zu den Wetteraussichten kommen, schauen wir zum Ende der Woche gemeinsam mit den hochinformierten Kollegen Jörg und Alexander aus dem Lausitzwelle Radio auf die kommende Woche im Lausitzwelle Fernsehprogramm. Worauf Sie sich nächste Woche freuen können, erfahren Sie bereits heute. Viel Vergnügen! Und schon ist wieder Freitag. Es ist unglaublich, schon wieder ist eine Woche rum und wir sind wieder da. Es ist wirklich, wie schnell das geht, oder? Magic. Also manchmal ist es unglaublich. Magic. Das heißt, wenn wir da sind, schauen wir natürlich auf die nächste Woche des Lausitzwelle Fernsehprogramms. Ist ja noch magicer. Das ist Magic. Pur. Mhm. Ja, und so fangen wir, ich würde sagen, wir fangen beim Montag an, oder? Das macht Sinn. Wollen wir beim Montag anfangen? Die Woche fängt beim Montag an, also ist der Montag dran. Sozusagen. Mhm. Montag haben wir mit Sicherheit einen wunderschönen Beitrag wieder zu sehen. Mhm. Der Pilz. Und zwar den Pilz. Es geht um den Maronenröhrling, diesmal bei Natürlich Lausitz. Mhm. Was jeden Montag kommt, natürlich ist Lausitz. Ein, ist auch ein Pilz. Aber ist ja auch gerade Pilzsuche-Saison, oder Suche ist ja nicht, die sammeln ja alle bloß. Ja, das duftet ja im Wald so, das ist so, duftet doch so. Ne? Das, was ich so mitbekomme. Also findest keine, aber riechst du überall. Ja, das ja. Ja, Finn, tust du sie eben gerade. Also jetzt en masse, scheinbar. Also, ich nicht. Du gehst wahrscheinlich wenn ich in den Wald gehe, schleppen die anderen die Körbe raus. Also aber siehste, ich, wer zu spät kommt, den bestraft ist eben. Genau, so ist es. Apropos bestraft. Apropos bestraft, ja stimmt. Dienstag ist der dritte im Monat. Der dritte Dienstag im Monat. Mhm, das, heißt? Das heißt, der Monat ist bald rum. Aber was heißt das noch? Achso, das natürlich recht. Quatsch, nicht natürlich recht. Servicezeitrecht kommt. Richtig, an jedem dritten Dienstag im Monat muss recht bleiben. Genau so ist es. Mit Hagen Döhl. Da war nämlich unser Radiomoderator Bernd Vogaver wieder. Der sogar ist das dort. Das, jeden dritten Dienstag ist er dort. Ah, okay. Im Monat. Hm. Und genau. Er teilt mit Ihnen, was er erfahren hat. Genau so ist es. Und wenn Sie vielleicht sogar mal Probleme haben oder irgendwas wissen möchten, vielleicht irgendwelche Probleme haben, können Sie auch gerne an uns wenden. Genau, weil der Bernd weiß Bescheid. Wir nehmen das Thema auf. Ach so. Und dann gehen wir und schicken den Bernd dann nochmal zum Hagen Döhl. Mhm. Der das Ganze dann eventuell bespricht. Dann klären die das. Dann klären die das für Sie. Zwar nicht also nur als Ratgeber. Wir hauen sie alle raus. Aber nur als Ratgeber. Naja, so ganz ist es nicht. Na doch. Also es ist ja nur ein Ratgeber. Ach so. Hm. Was man machen könnte. Nicht soll oder muss. Mhm. Was man könnte. Gut, gehen wir weiter. Aber gehen wir weiter am Plan. Apropos Plan. Mhm. Herbstferienpläne. Ja. Haben wir uns nämlich umgefragt. Da wir was ja haben bei die Kids der, vor? Genau. Genau. Da wir ja bei der Grundschul-WM waren. Diese Woche waren wir bei der Grundschul-WM live dabei und haben uns gleich mal umgefragt bei den Kiddies, was sie denn so in den Ferien machen. Das steht ja jetzt an, nächste Woche geht's los. Hm? In Sachsen zumindest, in Brandenburg ist ja eine Woche später, aber die dürfen ja dann auch eine Woche länger. Genau. Die haben auch, ja. Sind ja grundsätzlich zwei Wochen. Ferien. Und da haben wir mal gefragt, die Kids, was sie denn so vorhaben, was sie denn machen in den Ferien. Da bin ich ja gespannt. Ich auch. Also das ist, denke ich mal, nicht ganz uninteressant. Außer was die Außerdatteln so vorhaben. Ja, ich denke, das sind interessante Antworten. Auf jeden Fall, weil die sind ja noch gerade raus, die Kiddies. Genau so ist es. Mhm. Und wie jede Woche am Donnerstag? Kommentiert. Kommentiert. Und diesmal wirklich mit Landrat Harig. Ja, Michel Arig aus Solon. Na, ich denke, das ist der eher aus dem Oberland. Ach so, der Michael Harig aus Solon. Michael Harig aus dem Oberland. Genau, der ist der ehemalige Landrat. Das klingt doof. Der Landrat AD. Das klingt cool, oder? AD. Mhm. Also A.D. Außer Dienst, genau. Sozusagen. Mhm. Ja, er ist am Donnerstag, spricht bei uns wieder. Genau. Gibt seine Weisheit an unsere Zuschauer preis. Genau. Mhm. Und dann kommen wir schon zum Freitag und da gibt es was Tierisches zu sehen. Mhm. Und zwar waren wir bei den Alpakas in Oberlichtenau. Alpakas? Alpakas. Das ist da, wo du schön Handschuhe, mhm. Wolle... Ach so, das sind Tiere, das sind die Tiere. Das sind die Tiere, die Ah, Alpakas. Ich dachte, das ist ja irgend so Bio-Verpackung oder so, Alpaka. Nee, das ist was anderes. Ah, okay. Vielleicht kann man auch was dran verpacken, deine Hände zum Beispiel, wenn du Handschuhe hast. Okay. Es wärmt.
Es wärmt auf jeden Fall. Wir sind ja so auf dem Weg in die kalte Jahreszeit. Genau. Passt das vielleicht? Dann definitiv. Also sehr, sehr interessant. Super. Das nächste Woche, das ganze Lausitzwelle-Programm, es gibt wieder interessante Sachen. Ich kenne stundenlang zu gucken. Ach, unglaublich. Das ist, kannst du ja auch. Es wiederholt sich ja immer wieder. An dieser Stelle folgt jetzt danach die Veranstaltungstipps und wir wünschen wie immer ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Am Samstag, den 15. Oktober, haben Interessierte ganztägig die Möglichkeit, im Konrad-Zuse-Computermuseum in Hoyerswerda die Welt des Digitalen ganz analog zu erleben. Die Dauerausstellung gliedert sich in mehrere Themenfelder, welche den Gästen jeweils einen Einblick in die vielschichtige Entwicklung der digitalen Datenverarbeitung und Geschichte der Rechentechnik vermitteln. Die Ausstellung ist in drei Ebenen unterteilt. Die erste Ebene, Interface, betrachtet das große Ganze, die Welt der Rechentechnik. In der zweiten Ebene, Mainboard, wird explizit die Entwicklung in der DDR und der BRD betrachtet. Und in der dritten Betrachtungsebene, Home Creative Suite, können sich die Besucher dann in das entsprechende Spezialthema vertiefen. Auch am Samstag findet um 10.30 Uhr ein Rundgang durch die Filmkulissen von Görlitz statt. Görliwood bildet aufgrund ihrer vielfältigen Architektur immer wieder Kulissen für unterschiedlichste nationale und internationale Filmproduktionen. Interessierte können hier Drehorte kennenlernen, durch die Kulissen wandeln und Anekdoten zum Aufenthalt der Stars in Görlitz erfahren. Die Tickets hierzu kosten 9,50 Euro und können in der Görlitz-Information am Obermarkt 32 erworben werden. Im Kulturhaus Klöppel in Klettwitz findet am Samstag und Sonntag die 9. Klöppel- und Kreativausstellung statt. Von 10 bis 18 Uhr am Samstag und bis 17 Uhr am Sonntag erwartet Interessierte hier eine bunte Vielfalt an kreativen Arbeiten, welche auch käuflich erworben werden können. Darunter zum Beispiel Klöppelarbeiten, Töpferarbeiten, Malerei, Häkeln und Stricken. Der Eintritt für Erwachsene kostet 2 Euro, Kinder müssen nichts bezahlen. Mit Kaffee und Kuchen ist zudem für das leibliche Wohl gesorgt. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Heute Morgen hingen große, schwere Wolken über dem Lausitzer Himmel. Sie ließen bis zum Mittag kein bisschen Sonnenschein hindurch. Ab Nachmittag erkämpfte sich mancherorts mit großen Bemühungen die Sonne einen Weg durch die Bewölkung und schenkte uns noch 4 Stunden von ihrer hellen Pracht. Der Abend und die Nacht wird in einigen Teilen der Lausitz nass und frisch bei 9 Grad. Der Niederschlag lässt auch morgen früh im Flachland noch nicht ganz nach. In der Nähe von Finsterwalde können kleine Niederschlagswolken ein paar Stunden am Himmel verweilen und unsere Böden tränken. Im Laufe des Tages lässt zwar der Regen nach, die dicken Wolken verschwinden jedoch nicht komplett, sondern bleiben bis in die Nacht hinein erhalten. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad am Tag und fällt auf einen Tiefstwert von 12 Grad in der Nacht ab. Das Wetter im Bergland bleibt genauso wolkig und mild. Regen am Vormittag weicht wenigen Wolken am Mittag und Abend. Das Thermometer zeigt 16 Grad maximal in der Umgebung um Zittau an. Sonntag klettern die Temperaturen ein Stück weiter nach oben. Bei insgesamt 20 Grad erreicht uns ein bunter Wechsel aus Sonne, Regen und Wolken. Aufgrund von lebhaftem Wind wird in der kommenden Woche wieder Sahara-Staub aus Nordafrika zu uns geweht. Dieser färbt die Dämmerungszeiten ähnlich wie zu Beginn des Jahres in spektakuläre Rottöne. Sogenannter Blutregen wird jedoch nicht erwartet, da in der nächsten Woche kein bisschen Niederschlag in Sicht scheint. Schöne Fotomotive sind jedoch trotzdem beim Morgen- und Abendrot vorprogrammiert. Die neue Woche startet am Montag mit einem spätsommerlichen Erscheinungsbild. Bei warmen 23 Grad wird nicht eine einzige Wolke am Himmelszelt stehen. Die nächste Woche ist auf jeden Fall noch einmal T-Shirt-Wetter angesagt. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Noch mehr Neuigkeiten aus der Lausitz finden Sie auch im Internet. Dort gibt's auch alle Beiträge noch einmal zum Nachschauen. Mit der Drehscheibe Lausitz sind wir dann am Montag ab 18 Uhr wieder für Sie da. Im Lausitzwelle Radio klingelt der fröhliche Wecker nächste Woche wieder mit Bernd Wugawa. Haben Sie jetzt ein schönes Wochenende in der Lausitz. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.